Oh, Jazz, lass mich noch mal eine kurze Runde singen. Na gut, ja, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Jazz Jack Rabbit. Heute machen wir den Planeten Orbitus unsicher. Und, ja, es hat... Dieser Planet hat eine unfassbar coole Hintergrundmusik. Ich hoffe, sie gefällt euch wie mir. Ich feiere die Musik einfach. So, und was ich auch feiere, ist natürlich unser Freund Albrecht. Albrecht, der Papagei, den ich natürlich wieder liebend gern mitnehme. So, und jetzt aber hier nach unten. Jetzt sind wir hier nach oben. So, jetzt aber hier. So, dann natürlich immer unseren Schild mit. Wie soll es auch anders sein? Und ich komme nicht mehr raus. Ich bin zu blöd dazu. So. Haben wir wieder neue Gegner übrigens. Ich habe keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Ich nenne ihn, glaube ich, einfach Karl Gustav. Ja, das ist ein cooler Gegnername. Karl Gustav. So ein Name kann auch wirklich nur ich kommen. Naja, egal. Hauptsache, hier ist Rapid Fire. Bin ich schon wieder ein bisschen zufriedener damit. Und ja, ich weiß, letzte Woche ist ausgefallen aus einem ganz einfachen Grund. Ich hatte zwar im Vorrat aufgenommen, jedoch war die Folge so schlecht kommentiert, dass ich mir so dachte, nö, kannst du nicht anbieten. Ist kompletter Kokolores, absoluter Mumpitz. Soll wirklich keiner hören, dass du so aufnimmst. Ja, ich habe mich wirklich dafür schon geschämt. Und deswegen dachte ich mir so, nehme ich heute noch mal auf. Allerdings habe ich erst heute wieder Zeit gefunden aufzunehmen. Das ist jetzt Montagmorgen, der 1. Mai um, ich glaube, kurz nach 1. Ja, es ist schon traurig, dass ich wirklich so gut wie keine Zeit habe, mehr aufzunehmen. Allerdings liegt es ganz einfach daran, dass meine Ausbildung momentan ziemlich viel Zeit frisst. Ich muss mich für Prüfungen alles Mögliche vorbereiten. Und dann habe ich auch noch im August mein Examen und also wer mein Infovideo gesehen hat, dass ich vor ein paar... Ja, der Karl Gustav kam auf einmal plötzlich aus dem Nichts an. Na gut. Wer mein Infovideo vor ein paar Wochen gesehen hat, der weiß ja schon Bescheid, worum es geht. Momentan ist einfach, ja, einfach die Zeit ist einfach nicht da. Ja, und Albrecht ist auch nicht da, weil auf einmal suddenly der Karl Gustav da meinte, ich tauche einfach mal so auf und Mist, ich will den Launcher da haben. Yeah, das war voll cool. Auch cool, oh yeah. Ein Hoverboard. Und was soll ich eigentlich gerade sagen? Der Karl Gustav ist aufgetaucht und dann weiß ich auf einmal gar nicht mehr, was jetzt los war. Und das war schon eine ziemlich große Kunst, in den Karl Gustav da reinzufliegen. Ha! Naja. So, auf geht's nach oben. Und, kann ich hier so ein bisschen hochjumpen? Ich bin noch gar nicht drauf eingegangen. Wir haben hier ziemlich coole Wände, an denen wir hochjumpen können. Ich weiß, das wird bestimmt noch gar nicht gesehen oder so. Natürlich können wir nur von der einen Seite da rangehen. Das heißt, von der einen Seite können wir hochspringen, von der anderen Seite sind die Teile durchlässig. Ziemlich lustig, vor allem später auch noch. Und hier haben wir noch mehr Karl Gustavs, obwohl die sind nicht Karl Gustav. Die sind ja blau und stehen still. Die nenne ich jetzt einfach... Ja, ich nenne die... Ich bin heute sehr kreativ, was das angeht. das wird lustig, Freunde. Das wird lustig. Naja. Karl Gustav und... sind ziemlich... Verdammt, da ist mein Hoverboard weg. Aber ist was Cooles, Freunde. Dann passt mal auf. Yeah! Ich finde das so geil. Naja. Das Runterfallen dauert immer so lange, ne? Naja. Ich will erstmal die ganzen Juwelen natürlich mit einsammeln. Hier müssen wir Juwelen einsammeln. Das letzte Mal mussten wir komische Orbs einsammeln. Und 3,5er Disketten. Und ach, hier haben wir diese Jumper-Teile. Okay.
Okay, ich alles klar. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay, und jetzt nochmal. Irgendwas ist doch hier oben Cooles versteckt. Mit Sicherheit. Naja, wir haben eine ganze Menge Munition hier, ne? Das ist schon mal... Oh, Freunde, ich habe Munition gesagt und nicht Waffen. Ech, das hat mich darüber so sehr gefreut, dass ich zu blöd bin, da hochzukommen hier. So. Zack, und... Oh, wie viel ist denn hier? Okay, wir sind ganz oben. Und da haben wir Mörschchen. Ich nehme mal eine mit und die anderen lasse ich da erstmal liegen. Hier geht's aber ziemlich tief runter. Ich muss mitsingen, Freunde. Ich muss mitsingen. Die Jazz Jack Rabbit Musik ist unfassbar catchy. Und was... Was bist du denn für einer? Das ist einer von diesen... Von den mitunter schlimmsten Gegnern überhaupt. Drecksvieh. Das habe ich wahrscheinlich eine ganze Menge verpasst, allerdings... Halt mal gerade vor. Ach, Mist, ich bin noch eine Minute Zeit. Knapp. Sehr gut. Aber wir haben ja letzte Folge, festgestellt... Oder war das war vorletzte Folge? Warte mal, nee, letzte Folge waren wir noch auf Technoa. Und die Folge davor waren wir auf Letni. Okay, Letni, das waren die schlimmsten Gegner. Die kleinen Bastarde, aber die sind mindestens genauso schlimm. Nee, die sind nicht so schlimm hier, die Teile. Aber ich frage mich immer noch, wie ich die nennen soll. Blechwanzen. Ich nenne die Blechwanzen. Ach. Die sind super nervig, die Teile. Ach. Die sind richtig flink. Und... Ach. Man kann sie einfach so schwer abschätzen, wo die auftauchen. Gut, ich sammle jetzt... Ich lasse es mit den ganzen einsammeln. Ach. Aber die Juwelen will ich mitnehmen. Da kann kommen, was will. Komme, was wolle. Ich sammle meine Juwelen ein. Wir sind doch hier nicht zum Spaß. Da oben will ich nochmal hin. Ich weiß doch, da oben ist doch irgendwas Cooles versteckt. Okay. Aber wir probieren mit der RF-Missile. Gut. Keiner Launcher. Na gut, der Launcher kommt nicht hoch genug. Der Blaster. Guck, die Zeit ist wieder abgelaufen. Juckt aber keine Sau. Das ist so überflüssig, wollte ich sagen. Was ist da oben versteckt? Da oben ist wirklich was versteckt, okay. Okay, mir ist das doch zu heikel. Es würde mich zwar interessieren, was da oben ist, aber... Nee. Mit so wenig HP ist mir das wirklich zu albern. Ech, naja. So, warte mal gerade. Letztes Mal auf Noah waren und davor auf Letni. Letztes Mal schon wieder bei der letzten... Auf dem letzten Planeten dieser Episode. Ha, Freunde. Ha. Kann ich nur sagen. Meine Nase juckt mal wieder. Ach. Ich habe aber links keine Barthaare drin, das wüsste ich. Warum juckt meine Nase? Das ist jetzt die große Preisfrage. Was ist denn da unten? Da unten ist eine Schildkröte und... Ja, den Tod verdient. So. Wir haben sogar alle Items gefunden. Nice! Yeah! Yo, wo, wo! Yeah! Mit fetten Beats, ne? Yeah! Das war richtig krass, Freunde. So, aber echt... Den Chicagustas gehen dann mit einem Schuss vom Launcher auch schon kaputt. Sehr schön. Gut zu wissen. Sammeln wir auch nochmal hier alles ein und, ich glaube, ich werde mal offscreen mal gucken, irgendwann mal, was sich wohl hinter diesem mysteriösen Blech, wie habe ich die Teile jetzt genannt, Blechwanzen, verbirgt. Wo ich mich nicht getraut habe, hochzuspringen.
Vielleicht würde ich das doch schon interessieren, aber ich glaube, es war einfach nur Munition da. Und wir haben übrigens gerade das Bonus-Game gefunden. Sehr gut. So, du gehst mal bitte weg, Kumpel, und du auch. So, und Karl Gustav. Hey, du Karl Gustav, komm her, komm her. Das war... Hey, das ist ein Fahrstuhl. Ich weiß, dass das ein Fahrstuhl ist. Na, ganz einfach. Ich spiele das jetzt gerade natürlich nicht zum ersten Mal, wie ich vorhin schon gesagt habe. Im Grunde genommen schon gesagt habe. Ich habe hier schon mal aufgenommen. Ja, nochmal so also als kurzen Reminder. So. Jetzt will ich euch nochmal gerade was zeigen. Es klingt zwar unfassbar schmerzhaft, wenn Jazz an die Wand kommt und runtergedrückt wird, aber er kriegt keinen Schaden davon. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut zu wissen. So, und diese Pfft, mache ich auch gerade mal einfach mal kaputt. Einfach, weil ich es kann und weil die mich ablenken. Die machen mich nervös, die gucken mir zu. Guckt weg. Guckt ihr auch alle weg. Das macht mich nervös. So. Oh mein Gott, jetzt kommt diese super nervige Stelle. Aber hey, kein Problem. Wir haben eine super coole Musik. Ja. Das macht das alles wieder super mega nice. Yeah. So, dann haben wir wieder Rapid Fire. Das will ich natürlich auch haben. So kriege ich das. Okay. Ach herrje. Ach ja, das war jetzt der Spaß. Ja, seht ihr, was ich meinte, Freunde? Der super mega Spaß für die ganze Familie. Und er denkt sich jetzt auch wahrscheinlich jetzt die fettesten Beats überhaupt. Ich will doch nicht auf dem Sprungbrett landen. Ach. Ach komm, gib einfach die Juwelen her, dann ist jeder froh. Und ich will diese Pfts wegmachen. Pfft. Werden PFFFT geschrieben. Plural PFFFTS. Aha. Ja, da die Gegner keinen Namen haben, kann ich mir einen aussuchen. Ach, fall doch runter. So, und ach ja, jetzt oh Mann, da waren die Entwickler richtig gemein an dieser Stelle. Und für Speedrunner ist das, glaube ich, was man Hölle nennt. Hölle pur. So, wir wollen jetzt nämlich hier runter. Okay, wir können nur in diesen Schacht hier runter. Jetzt, verdammt. Einfach hier rein. Okay. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall auf diese blauen Blinketeile raufspringen, die uns nach oben katapultieren. Aus einem ganz einfachen Grund. Das Ding würde uns komplett nach oben werfen. Nein. Verdammt, da muss man sich rechts halten beim letzten. Rechts halten? Okay. Jawohl, rechts halten. Na, das ist zwar zu rechts. Okay. Yeah, nice. Komm, kann ich da runterkommen? Das ist auf jeden Fall ein Mörchen. Und bis jetzt haben wir noch keine Blechwanzen gesehen. Okay, weitere Pfts. Mache ich einfach mal kaputt, weil ich es kann. Ich glaube, weil es auch ziemlich nützlich wäre. So, wie sieht es da unten aus? Okay, da kann ich auch problemlos runter. Ich teste mich mal ein bisschen zaghaft vor. Ich gebe es zu. So. Checkpoint. Sehr gut. So, hier rüber. Und da oben war übrigens ein Stern. Ein Verwundbarkeitsstern. Oh Gott. Jazz, spring um dein Leben. Ich weiß nicht, ob das irgendein Glitch ist oder sowas. Oder ob das wirklich beabsichtigt ist, dass man, wenn man die ganze Zeit springt auf Stacheln, dann keinen Schaden nimmt. Aber ich denk mir einfach mal so, yo, klingt mal nice. Ich halte übrigens, das sieht man, ich halte übrigens immer die Y-Taste gedrückt. Y-Taste übrigens, ich sage ich,
Kopfschmerzen, das wollte ich gerade sagen. ich spiele mit einem Super Nintendo Controller. Ich spiele auch mit Joy-to-Key, deswegen geht das Ganze ganz gut. So. Und auf Y feiert Jazz halt einfach. Der feiert richtig Party Hard. Mit den fettesten Beats, ne? Gut, lass mal den Quatsch. Oh, Leben. Nehme ich gern mit. Jetzt nach oben. Das ist so bescheuert. Sehr gut, da hatte ich noch ein Juwel übersehen. Ich glaube, ist eigentlich nichts mehr. Nein! Nein! Okay, ich habe viel mitgenommen. Aber das Blöde ist, ich komme natürlich jetzt nicht mehr nach oben. Jump, 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 jump. Ach ja, aber der Orbitus ist schon eine ziemlich coole Welt. Ich mag das Grafikdesign auch. Die Farben hier generell. So schöne Farben. Ich habe diesmal 100% der Feinde erledigt. Ich hätte jetzt echt nicht erwartet, dass hier schon das Ziel wäre. Verdammt, vielleicht wäre doch irgendwo ein super special extra Geheimnis gewesen. Egal. Level clear, Freunde. Level clear. Oh yeah. So. Loading Bonus Level 2. Okay. Wir gehen hier lang. So, 30 Stück muss ich jetzt finden. Okay, das kriegen wir noch irgendwie hin. So, Jump. Ach, ich habe schon immer wieder gesagt, dass das ein bisschen lästig ist, Jazz auf der Straße richtig auszurichten. Aber es geht schon irgendwie. Ich kann damit klarkommen, ja? Und solange ich damit klarkommen kann, darf ich mich auch nicht beschweren. Also das heißt, ich darf mich schon beschweren, aber ich sehe dafür keinen vernünftigen Grund. Ich sag mal so, man könnte, der hätte es besser machen können. Aber da würde ich es den Leuten zählen, die mit mir irgendwas zufrieden sind. Was bist du denn? Ach, ich kann über dich überhaupt nicht drüber springen. Okay, ich muss dich umlaufen. Gut, bitteschön, wenn ich das glücklich macht. Oh, nein, nicht in den Speed-Mode. Halt, ja, ich will das Juwel haben. Dankeschön, jetzt will noch eins. Yeah. Ich finde das so genial. Fällt jetzt gerade es auf, warum hat Jazz eigentlich so leicht gelbe Augen? Leidet er an Gelbsucht? Oh mein Gott, Jazz ist krank. Warte mal, Guardian? Oh yeah, Freunde, Guardian! Das bedeutet... Yeah, coolste Bossmusik ever! Yeah! Und, Devin Shell hat sich offenbar einen riesigen Vogelstrauß zugelegt. Passt mal auf, wir gucken uns den jetzt mal an. Gut, ich wollte euch den mal in Ruhe und Gelassenheit zeigen, aber offenbar denkt so Devin so, nö! Da ist er! Ein Vogelstrauß, der fliegen kann. So ein Quatsch. Jeder weiß doch, dass Vogelsträuße hüpfen. Das ist ein bisschen lame, die Taktik, aber Devin macht gerne mal einfach so sehr viel Schaden. Habe ich wirklich so viele Toaster-Munition eingesammelt? Oh Gott. Seht ihr, was ich meinte? Aber ich glaube... Moment mal gerade. Will das Spiel mir damit sagen, ich soll mit den Launcher rangehen? Okay, ich glaube, jetzt, wo die Möhren hier auf den Stacheln drauf sind, ist es, glaube ich, tatsächlich so gedacht, dass man das macht. Dass man, wenn man springt auf den Stacheln, unentwegt springt, dass man dann keinen Schaden nimmt. Ich glaube nicht, dass es sich dabei jetzt um einen Glitch hält oder so. Vielleicht ist es aber auch nur sowas, was nur im Normal Mode geht. Okay, ich halte mich jetzt erstmal hier geduckt. Ich habe mich ein bisschen zurück hier. Ich bin fast tot, Gott. Ist ein bisschen lame, ich geb's dazu. So.
Warte, jetzt ist der letzte mit dem Blaster. Oh yeah! Oh yeah! Das war cool. Devon is building a cloning machine. Jazz rocked the three techno planets. Now he must pursue Devon into an all-natural, fat-free, no preservative area of the galaxy. The galaxy, nicht die galaxy, das ist falsch. Ja, warte mal. Fat-free? Ist das ekelhaft. Devon, wo schickst du uns hin? Was spielst du da für Spiele? Oh mein Gott! It's on! Get ready to explore Nippus, Junk Rock and the Temple of the Turtle. Das mache ich. Aber erst in der nächsten Folge. Zumindest beginnen wir das Big Schutz. Sprachzentrum setzt komplett aus. Es ist schon spät, ich weiß. Oder früh, je nachdem. Aber erst in der nächsten Episode. Nein, wir beginnen mit der nächsten Episode erst in der nächsten Folge. Ich glaube, ich wollte darauf hinaus. Naja, nein, nicht die Demo starten. Die Demo kennen wir schon lang und breit und gut und alles. Ich kenne die sogar schon persönlich. So. So, genug geschwafelt. Nächste Folge dann den ersten Planeten von Episode 3, Rabbit's Revenge. So, ihr Freunde, ich hoffe, ihr habt von dieser Folge Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall, darum will ich sagen. Ciao, Freunde, das war's wieder für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Martin. Bis dahin.